Und weiter geht es mit einer wikingerstarken Folge von Asker. Wir haben hier in der letzten Folge nochmal geschaut, dass hier die Holzproduktion jetzt läuft beim Schreiner. Funktioniert es mittlerweile alles? Wir haben einen neuen Karren. Eisenwaffen, nicht Eisenwaffen, Eisenteile werden auch wieder produziert. Das heißt, wir können uns jetzt bald nochmal eine weitere Axt machen. Hier oben der Koch. Ich weiß, warte mal, schläft der? Sollen wir ganz kurz schauen? Sven, das war doch der gute alte. Wo ist der denn überhaupt, der Sven? Ich sehe den nirgends. Der hat auf jeden Fall weißen Bart. Nee, Sven oder Sven D? Ich glaube, ich habe irgendwie zwei verschiedene Svens. Da ist er, da ist er. Warte mal. Da. Nee. Hä? Kochhaus. Doch. Du sollst sie kochen, nicht essen. Hat er irgendwelche Probleme? Warte mal. Nö. Hat er jetzt Pause oder? Fertig mit Kochen. Was? Wie fertig mit Kochen? Du hast gar nichts gemacht. Du hast nur Beeren gegessen. Beeren genascht. Ist das ein. Ist das ein Ernst? Der hat gar nichts gemacht? Oder muss ich die Sachen hier reinwerfen? Aber nee, er hat hier Beeren rein. Ach doch, ah, ach so. Oh, da, ja, doch. Ey, ihr klaut alles. Ich wollte mir das anschauen. Aha. Aha. Ja, mach mal ein paar mehr, oder? Aber wo sind die anderen Rezepte? Ich habe nur das hier. Warum habe ich nicht mehr Rezepte, Leute? Oder muss ich das hier upgraden? Oder muss ich hier Kram reinhauen? Oder muss der einen besseren Skill. Ne, warte mal, einen besseren Kochskill? Warte mal. Sven McD. Wo ist er? Hä, bin ich blind? Da. Sven D. Wo sehe ich nochmal seine Punkte hier? Bin ich blind? Sammeln 13. Bauen, häuten, kochen. Hä? Ah, der war doch ganz nett am Grill, oder? Warte mal. Haben wir vielleicht jemanden, der schon irgendwie kochen irgendwas hat? Feuer und Pflege? Nein. Nö, irgendwie keiner, ne? Aber ich sehe auch keinen Kochskill. Habe ich irgendwie was verpasst? Das würde ich jetzt gerne wissen. Irgendwie Kochtopf lagern? Zutaten? Ich weiß nicht, wie wir das machen. Oder muss ich selber erstmal irgendwie hier was reinhauen und ein Rezept herausfinden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, Leute. Aber was, wenn ich jetzt selber ans Feuer gehe und sage ich mal so, ich möchte jetzt was craften. Ich möchte kochen. Etwas kocht. Er hat Zwiebeln reingehauen. Zwiebeln und Beeren. Ekelhaft. Okay, so, du brauchst Hammer. Na super. Ja, mache ich dir. Jetzt bin ich komplett irgendwie aus dem Flow rausgekommen. Dann machen wir mal ein paar Stück. Machen wir direkt mehrere. Wunderbar. Nee, das lassen wir so bitte. Ja, wo ist der andere Hammer hin? Hab ich ihn weggeworfen? Ja, tatsächlich. Oh, das Ding ist auch falsch rum, sich jetzt erst. Ups.
Oh, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich irgendwie, aber naja, was soll ich machen? Müssen wir gucken, ob das mit der Zeit besser wird, wenn der da ein bisschen kocht, ob der irgendwie neue Rezepte bekommt. Hier haben wir jetzt nur das Messer. Davon brauchen wir aber auf jeden Fall auch jetzt bald nochmal eins. Stücke. Ich brauche nochmal Stücke. Und hier wird wieder Fleisch gesammelt. Okay, das ist schon mal ganz gut. Alles klar. Ich brauche hier ein bisschen Licht, ne? Machen uns mal ein bisschen Licht hier. Das ist ein bisschen sehr dunkel, aber ja. Was ist jetzt irgendwie mit dem Kochen? Keine Ahnung. Ich denke, wenn der ein bisschen skillt, dann kriegt er wahrscheinlich neue Rezepte. Ich hoffe es. Ansonsten habe ich keine Ahnung. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen, ob wir Rechen und alles haben. Oh, hier ist alles leer. Hä? Wo sind hier keine Werkzeuge mehr? Alles aufgebraucht. Warte mal. Das kann ich nicht so lassen. Wo sind denn die Werkzeuge auf einmal hin? Die haben doch nicht alles aufgebraucht. Da waren ja noch Picken und so drin eigentlich. Oder warte mal. Hat er das hier eingelagert? Ach, okay. Warum haut er die Pfeile da rein? Du kleiner. Ach so, okay, ich verstehe. Ja, die Pfeile, die sehen nicht mehr so gut aus, ne? Noch ein Pfeil, ja, super. Mache ich erstmal nicht. Axt, Picke, Rechen. Okay, wir haben einiges. Das können wir dann erstmal hier drin lassen. Messer ist auch da. Jetzt habe ich umsonst was hergestellt, aber gut. Halb so wild. Da was rum? Nee. Habe ich mir nur eingebildet. Stöcke braucht noch. So, das ist auch schon wieder fertig. Ich muss irgendwie gerade mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Ah, jetzt habe ich nicht genug Stöcke wieder mit, oder? Ah, doch. Hier sind auch noch Pfeile. Gut. Das können wir erstmal so lassen. Ich bräuchte halt eine Axt. Ich hoffe, als nächstes schmiedet er mir eine Axt. Warte mal. Kleiner eiserner Axtkopf. Warum hat er zuerst das Messer gemacht? Runter damit bitte. Davon ist erstmal genug. Die nehmen wir auch erstmal raus. So, erstmal ein paar Äxte und so. Alles klar, also. Du, 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 du. Ich über. Oh, langsam. Nicht, dass er mir kaputt geht. Oh, jetzt muss ich fast niesen. Oh nein. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich sollte noch mal ein paar Jüttensteine holen, oder? Mein Platz wäre da. Warum nicht? Ich könnte noch den Wagen mitnehmen, aber. Nee, das ist mir ein bisschen zu riskant. Ach, guck mal, das ist auch noch Fleisch. Ich meine, wenn wir jetzt so laufen, dann müssen wir noch mal welche finden eigentlich. Eine Fackel. Ach, ich habe eine. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Lachs und so könnte man auch sammeln, aber habe ich eigentlich genug, ne? Muss nur ausschalten. Hier irgendwo war doch ein Spawner, glaube ich. Warte mal, was leuchtet? War da gerade noch irgendwas Lilanes hinten gerade, oder habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir das eingebildet? Ich weiß gerade nicht. I don't know. Ich hoffe nicht, dass da irgendwas war. Naja, gut. Müsste nicht auch eigentlich jetzt bald der Alarm kommen, dass da jetzt irgendwie Invasionsvorbereitung oder irgendwie sowas? Ich meine, das müsste eigentlich auch bald kommen. Der Ton muss ertönen eigentlich.
Okay, hier bald müssen jetzt ein paar Jütensteine kommen. Jütenblutfelsen. Und hier wäre auch eine geile Stelle zum Bauen gewesen, aber egal. Oh, die ist sogar viel geiler als meine, ne? Hier wäre ja richtig gut Platz. Auch schön eben alles. Naja. Jütten da hinten. Da haben wir ein paar Jüttensteine. Mehrere sogar. Zwei sehe ich auf jeden Fall. Das. Oh, noch mehr. Sehr gut. Wir machen vielleicht von unten nach oben. Von unten nach oben arbeiten. So, und ran da. Kurz noch Ausdauer tanken. Und wir haben eine gute Picke. Das heißt, es müsste jetzt auch viel schneller gehen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Nice. Ja, damit. Hey, den Malstein nehme ich auch erstmal mit. Warum nicht? Was man hat, das hat man. So, dann direkt zum nächsten. Alles klar. Mal ein bisschen umschauen. Da ist jetzt noch einer. Und da hinten ist, glaube ich, auch einer. Dann können wir noch mal ein paar Leute ranholen. Damit wir unsere Schmiedeleute und alle so drin lassen. Na, dann holen wir vielleicht noch mal einen weiteren Jäger. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir überall immer aktiv Leute drin haben. Dann Sammlerhütte upgraden. Und wenn wir die geupgradet haben... Boah, hier ist hier richtig viel. Wenn wir die geupgradet haben, dann können wir nochmal jemanden reinhauen. Aber die zwei Bauern, die kommen eigentlich alleine klar, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Und wir verlieren immer wieder ein bisschen Ernte. Ich weiß es nicht. Aber siehst du, ob alles gut funktioniert? Warum gibt es hier so viel? Warte mal, ich gehe nochmal von unten nach oben. Boah. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist das Paradies. Hier ist hier einfach das Paradies, Leute. Gibt es ohne Ende. Und am Anfang habe ich nur meinen Struggle. Okay, am Struggle hatte ich jetzt nicht. Aber jetzt, vor kurzem, habe ich nicht so viel gefunden. Aber jetzt ist ohne Ende da. Ist geil. Dann noch ein Schlag. Wir kriegen die ganze Zeit immer drei Stück und so raus, ne? Ist gut. Wie viel Platz habe ich noch? Ah, gar nichts mehr. Die können raus. Nee, ich wollte das rauswerfen, so. Dann machen wir die hier noch einmal klein. Damit wir noch mal ein bisschen Platz haben. Sehr gut. Wunderbar. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wenn ich noch drei Stück habe, könnte ich dreimal Leute ranholen. Also wenn das nicht nice ist, weiß ich auch nicht. Und hier haben wir so viel, ne? Unglaublich. Das ist einfach köstlich. Am liebsten würde ich alle mitnehmen, ne? Hätte ich doch den Wagen vielleicht mitgenommen. Na gut, so ist das Leben. Also die kleinen Steine nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Da haben wir eigentlich eh nie Probleme. Ich versuche lieber so viel Jütten... Blut wie möglich mitzunehmen. Zwei Plätze hätte ich noch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann machen wir das noch. Dann hauen wir einen noch ab. Wenn wir jetzt zwei rausbekommen, dann wäre perfekt. Na, nice. Alles klar. Cool. Also das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Der Ausflug, Markierung bleibt. Sehr schön. Die Stelle müssen wir auf jeden Fall nochmal besuchen. Nicht jetzt, aber jetzt haben wir ja erstmal ausgesorgt. Da müssen wir jetzt nur erstmal schauen, dass ich schnell eine Axt kriege. Dass wir die ganzen Bäume da wegfällen. Und dass wir da weitere Hütten bauen, ne? Weil ich würde die schon ganz gerne in der Nähe vom Turm haben, weil dann ist das alles auch geschützt.
Und dann können wir weiterschauen, wie wir das, ja, wie wir weiter vorgehen. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch einer. Beim Spawner. Ich sollte nicht hier langlaufen. Da ist auch noch. Okay, ich muss mir merken, leider kann man nicht mehrere setzen. Ich muss mir merken, hier sind auch noch zwei auf jeden Fall. Dann mache ich mal so einen kleinen Bogen. Wir müssen ja nicht unbedingt da durchlaufen, ne? Könnte ich zwar, aber muss nicht sein. Ich meine, ich habe jetzt wieder so, ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen Rüstung. Mit der Keule könnte ich die auch platt machen. Ich würde aber ganz gerne noch jetzt bald Eisenwaffen haben. Alles klar, also da haben wir auch noch mal zwei. An Jüttenblut mangelt es uns auf jeden Fall erstmal nicht. So, ein bisschen Ausdauer und lossprinten. Wunderbar. Und da sind wir wieder. Also mittlerweile ist das hier schon echt groß geworden, oder? Pflanze nichts ein. Warum machst du nichts? Hä? Ich hab doch keine Probleme. Ach, keine Ahnung. Die regeln das schon. Der hat auf jeden Fall ganz viel Flachs wieder dahin gehauen. Wir holen den nächsten Mann ran. Den nächsten Mann oder die nächste Frau, was auch immer. Werden wir jetzt sehen. So, du bist der Wächter des Sonnenaufgangs. Während der Sommersaison erreicht meine Angelkünste. Nein. Auch noch sensibel beim. Nee. Kälteempfindlich, ja. Egal, Kleidung, du bist dafür ein Steinprofi. Komm her. Akzeptiere ich mal. Feuer brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Dann hau ich die ganzen Steine mal rein. Dann haben wir schön leuchtend. Oh, das sieht aber schön aus. So, Inventar. Und ich habe noch ein paar Steinklingen, die können wir auch mal weghauen. Warum bist du. Ach so. Ich mach Pause. Ich dachte, warum rennt der so extrem schnell zu mir? Was brauchen wir hier noch? Oh, hier brauchen wir auch nicht mehr so viel, ne? Hast du mittlerweile hier. Nö. Warum schmiedest du nicht? Manchmal könnte ich einfach ausrasten. Aber der macht seinen Job, ne? Der macht ganz gut. Wir haben hier immer wieder was. Füllen auf. Okay, die werden anscheinend nicht gebraucht. Was brauchst du? Hartholz. Was? Ja. Das heißt, ich muss das immer hier hinbringen, oder wie? Oder holt er sich das selber? Rennt der jetzt hin? Ich schau mal, ob der selber. Und was willst du jetzt? Du brauchst Haken? Wir haben doch in der Werkstatt genug. Ist das dein Ernst? Achso, die schmieden jetzt zusammen, oder wie? Hat denen geholfen? Okay, die muss ich dann also bringen. Ja, schade. Stopp, da. Genau, ich wollte die hier reinhauen. Ja, dann helfe ich dir mal, ne? Ach, warte mal. Wo habe ich meinen Karren? Meinen guten Wagen? Ja, das ist jetzt. Ach, da, okay. Ne, ne, das machen wir schon mit dem guten, weil er passt auf jeden Fall mehr drauf. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt gerade ein Axtkopf am Schmieden ist, weil dann kann ich schon mal ein paar Bäume fällen. So, let's go. Oh nein. Falsche Taste. Ja, hier habe ich aber auch nicht mehr so viel, ne? Ist gut wie gar nichts mehr, deswegen brauche ich auf jeden Fall eine Axt. So. Da liegt noch Fleisch rum. Ich hoffe, das vergammelt nicht.
Und darauf damit. Sonst sind alle Stämme weg, ne? Oh. Ja, das ist ein bisschen schade. Warte mal, hier ein Upgrade. Was können wir hier noch für ein Upgrade draufhauen? Was günstiges. Das hier. So. Ja, dann macht mal da. Ganz langsam. Kippt der hier. Warte mal, was mich so drifte. Jetzt will ich mal testen. Kippen wir dann um? Alles klar, okay. Hey, warte mal. Jetzt will ich wissen, können wir hier einmal... Hui. Okay, genug Quatsch gemacht. Das war alles nur für die Wissenschaft, ja? Das war nur für die Wissenschaft, Leute. Ja, aber irgendwie mit dem Begradigen, das, ich glaube, ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht. Ne? Manchmal ist hier ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir können uns ja dann auch Wege bauen. Ist schon in Ordnung, oder? So. Nimmt es selber? Okay. So, viel Spaß. Er hilft ihm sogar. So, hast du geschmiedet? Ach, guck mal. Diesmal war er schneller. Sehr gut. Axt. Ja, damit. Yes, sir. Genau das brauche ich. Dann kann ich schon mal ein paar Bäume... Ach, warte mal, guck mal hier. Guck mal, was wir da haben. Mach mal... Hä, was soll mit dem Wagen? Mach mal Lucky Lucky hier. So. Haben wir noch einen hier in der Nähe? Eine Birke. Sieht nicht danach aus. Ah, das wäre nämlich ideal gewesen. So, den hauen wir auch mal kurz weg. Warum legt er sich da so, sitzt er sich da so komisch drauf? Macht man das so als Schreiner? Weiß es nicht. Ich akzeptiere es mal. Er macht einen guten Job. Ach nein. Die klauen mir jetzt hier. Och, warte mal. Ich brauche hier einen guten Aufgang. Das ist irgendwie hier Schrott. Wenigstens so. Ja, das sieht doch schon mal akzeptabel aus. Okay. Das muss ja nicht alles perfekt jetzt eben sein, ne? Dass es alles eine gerade Fläche ist. Wenn so ein bisschen nach oben geht und so, ist das vielleicht sogar ganz cool. Aber ihr wisst, was ich meine. Mit der Zeit macht das auf jeden Fall ein bisschen schöner. Ich würde ganz gerne heute ein bisschen anfangen, vielleicht kleine Straßen zu bauen. So. Helfe ich mal hier ein bisschen aus, damit das mal auch fertig ist. Okay. Dann machen wir direkt mal die nächsten. Den nächsten Spaß hier. So wie es halt geht. So wie es möglich ist. So, dann hier noch einmal. Funktioniert jetzt irgendwie überhaupt nicht, ne? Naja, da muss ich ja irgendwie mit der Zeit das machen.
Ich hoffe, hier wird halt nichts gemacht, ne? Ich habe doch welche hergestellt. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Ich will mal nur kurz gucken, ob das jetzt nach unten hin abgerissen wird, wenn ich jetzt hier einmal... Ja. Sieht interessant aus. So, also. Oh, die ganze Rinde hier. Warte mal, ich räume den mal aus dem Weg. Packen wir den hier erstmal. So. Dann gehe ich mal wieder Holz sammeln, oder? Hat er wieder was geschmiedet? Nochmal so ein Messer werden wir auf jeden Fall machen. Was ist dein Problem? Hartholzstock. Ja, ja, ich bring's. Ich bring's. Ich bring es dir. Ich wollte eigentlich eine Straße bauen, aber egal. Kann ich erstmal so akzeptieren. Solange es nach und nach hier ein bisschen schöner wird, ist in Ordnung. Ich habe es hier sehr hügelig gemacht, ne? Ich muss das noch irgendwie noch mal ein bisschen ändern. Das gefällt mir nicht so ganz. Wie geht. Und dann schauen wir, dass es hier ein bisschen mehr runter geht. Und ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Tut nicht so, Schlingel. Ach ja, und warte mal hier. Okay, ist noch Platz. Einmal kurz reinschauen. Ja, hier wird es langsam voll. Dann müssen wir später noch mal beim Koch vorbeischauen, ob der gute Mann jetzt mittlerweile irgendwie neue Rezepte hat. Keine Ahnung, und die nächste Person kommt auch noch gleich. Ja, super. Deswegen, ich muss hier Platz machen. Ich brauche mehr Häuser. Ich brauche einfach mehr Häuser. Der nächste Mann, ich meine die nächste Lady natürlich. Tut mir leid. Ja, Steinproblem haben wir nie, ne? Ein Problem mit Steinen haben wir niemals. Und warte mal, einen Schluck trinken, so. Ja, und dann muss ich mal schauen, dass die anderen danach und nach auch irgendwie noch eine Holzfäller-Axt bekommen, die beiden. Dass ich wenigstens zwei mit einer Eisenaxt habe. Und dann könnten sie sich darum schon mal kümmern. Und dann gucken wir weiter. Wenigstens haben wir hier eine Stelle mit Birken, ne? Gut, Stämme weghauen. Dann müssen wir gucken, wo wir die nächste Hütte hinbauen können. Vielleicht direkt hier links, dann reißen wir das ab und vergrößern das hier so ein bisschen. Mal schauen. Ja, komm. Okay. Dann hauen wir mal voll das Ding, ne? Am besten wäre drei dicke, drei dünne. Mal schauen, mal schauen. So. Ja, perfekt. Dann nehmen wir noch hier ein paar Äste mit. Stöcke meine ich natürlich. Und zack. Dann können wir nämlich auch direkt da in die Werkstatt reinhauen. Ist voll. Alles klar. Läuft doch wie geschmiert. Ich muss jetzt nur gleich irgendwie was essen. Oh, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig und entspannt. Ja, jetzt die Frage. Ich muss auf jeden Fall erstmal nochmal einen Unterschlupf bauen. Mache ich eigentlich ungern, aber wir haben gerade keine andere Wahl. Weil die neue auch schlafen muss. Auch immer so gegenüber einfach. Randa. Und let's go. Hier muss ich auch den Gang ein bisschen anders bauen. Das gefällt mir nicht so ganz. Stimmt, wir haben hier in der Nacht auch eine Schmiedin, die dann Eisenluppen macht.
Muss ich vielleicht in Zukunft noch einen zweiten Schmied einstellen, der dann abends hier Eisen schmiedet. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah, guck mal, perfekt. Da hat er einiges zu tun. So, rein damit. Und das Portal ist erschienen und in 23 Tagen beginnt der Raid. Gut, Leute, ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Hier wird in Zukunft noch eine Kaserne kommen. Warte mal, wir machen das noch ganz kurz, während ich abmoderiere. Also wie gesagt, bewerten und das Kommentieren natürlich nicht vergessen. Dann gibt es auch hier so einen Bonus wie jetzt, dass wir nochmal hier kurz, wo war das nochmal? Werkstatt, nein, 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 nein. Jetzt bin ich auch noch blind. Das läuft natürlich wie geplant. Hä, bin ich echt so blind? Ha? Ich glaube ja. Hä? Jetzt mal ernsthaft, was ist los mit mir? Bewerten. Kommentieren. Hä? Jetzt mal ernsthaft. Ach, hier. Mhm, ja. Ich wusste es, Leute. Ich wusste es. Ich tue doch nur so. Ja, weil wir haben ja eh hier Platz. Deswegen habe ich mir gedacht, hauen wir das einfach hier hin. So. Und so, wir können dann ja, glaube ich, Patrouillen machen, ne? Einfach hier daneben. Neben der Höhle. Ja, oder? Gut. Bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.